Nani ist ein deutscher Hersteller von Verladetechnik, Industrietoren und hydraulischen Hebebühnen jeglicher Art. Mit dem Nani CoolDock kann ein LKW mit geschlossenen Hecktüren an die Verladestelle andocken. Das Nani CoolDock wird über ein Master Control gesteuert. Ein Lichttaster erkennt den angedockten LKW. Die grüne Ampel zeigt, dass die Verladestelle für den Andockvorgang freigegeben ist. Der LKW dockt an den hydraulisch höhenverstellbaren Anfahrschutz an. Alle Anprallkräfte werden in die Köcherfundamente des Anfahrschutzes abgeleitet. Der Lichttaster erkennt den LKW und gibt ein Signal an die Steuerung. Die gesamte Steuerung wird aber erst über den elektronischen Radkeil, der unter das LKW-Rad gelegt wird, freigeschaltet. Dann schaltet die Außenampel auf Rot. Der LKW wird von drei Seiten abgedichtet. In der Verladestelle wird das Sektionaltor geöffnet. Daraufhin wird der Anfahrschutz in Todmann nach unten gefahren. Dann werden die LKW-Türen des abgedichteten LKW nach innen geöffnet, mit den Türfeststellern fixiert, daraufhin die Überladebrücke in den LKW hineingelegt und der vierte Luftsack dichtet die gesamte Verladestelle von unten her ab. Somit ist die Verladestelle rundherum abgedichtet. Der Verladevorgang kann starten. Ist die Verladung beendet? Wird zunächst die Überladebrücke in die Ausgangsstellung gebracht. Daraufhin werden die LKW-Hecktüren geschlossen. Dies kann auch einfach geschehen, um den Verladevorgang zu unterbrechen. Der LKW kann dabei, im Gegensatz zu herkömmlichen Verladesystemen, an der Verladestelle stehen bleiben. Sollte der Verladevorgang fortgesetzt werden, wird das Sektionaltor geöffnet, daraufhin die LKW-Hecktüren nach innen geöffnet, die Überladebrücke aufgelegt und der Verladevorgang kann fortgesetzt werden. Ist der Verladevorgang beendet, wird zunächst die Überladebrücke in die Ausgangsposition gebracht, daraufhin die LKW-Hecktüren geschlossen und sobald das Sektionaltor geschlossen ist, werden die drei Seiten der aufblasbaren Torabdichtung entlüftet. Wenn der Radkeil entfernt wird, kann der LKW die Verladestelle verlassen. Sobald der Lichttaster erkennt, dass der LKW die Verladerampe verlassen hat, fährt der Anfahrschutz automatisch in die Schutzposition, um die gesamte Verladestelle für den nächsten Verladevorgang zu schützen. Das CoolDock ist derzeit das energieeffizienteste LKW-Verladesystem der Welt. Seit 1993 entwickeln und produzieren wir in unserem Werk in Eilsleben zwischen Magdeburg und Braunschweig Verladesysteme, Tore und Hebetechnik.